Beginnen wir mit Teil 3 nach der kurzen Pressekonferenz zur Übergabe, der tatsächlichen Übergabe von dem Auto, auf das ich zugegebenermaßen etwas neidisch bin. Kommen wir jetzt zu Business as usual, Spieltagspressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag um 13 Uhr im Grünwalder Stadion, mittlerweile auch komplett ausverkauft. Ich darf die beiden Herren zu meiner Rechten, Günter Gorenzel, Geschäftsführer Sport, und unseren Cheftrainer Michael Köllner recht herzlich begrüßen und darf Günter Gorenzel die ersten Worte geben, bitte. Ja, servus, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ja, am Sonntag geht es wieder los und es ist gut, dass es losgeht. Wir wollen alle gewinnen, wir wollen alle sportlich erfolgreich sein, wir wollen uns alle sportlich weiterentwickeln, wir wollen uns alle sportlich nach oben orientieren. Dazu gehören aber aus meiner Sicht zwei Voraussetzungen, die ich kurz umreißen will. Das erste, ja, ist der Fokus. Der Fokus, die Konzentration muss auf dem Sport liegen. Wir müssen die Konzentration auf den Sport hochhalten. Und meine Aufgabe als Letztverantwortlicher im sportlichen Bereich ist, diese Konzentration immer wieder einzufordern und zu schärfen, mich für den Sport stark zu machen und ganz einfach auch mich für den Sport einzusetzen. Der zweite Faktor, der für mich Voraussetzung ist, damit wir eine erfolgreiche Rückrunde gestalten, ist starke Partner. Wir haben heute mit Nissan einen starken Partner dazugewonnen, wo wir heute zu Gast sein dürfen. Ich habe an meiner Seite einen starken Partner sitzen, mit dem ich mich tagtäglich auf Augenhöhe austausche, zu dem ich vollstes Vertrauen habe, vollstes Vertrauen, dass er die richtigen Entscheidungen trifft, vor dem Spiel, im Spiel und in der Vorbereitung der Mannschaft. Der Trainer hat starke Partner mit seinem Trainerteam, mit dem er tagtäglich auf Augenhöhe agiert und ich erlebe, wie sie gemeinsam die Mannschaft weiterentwickeln. Wir haben starke Partner in der Mannschaft. Die Mannschaft kann sich auf den Trainer, auf das Trainerteam verlassen, kann sich auf mich verlassen. Wir können uns auf die Mannschaft verlassen. Der Vorderspieler kann sich auf den Nebenspieler verlassen, der Spieler hinter ihm kann sich verlassen auf den Torwart. So agieren wir im Sport. Das heißt, unsere Aufgabe ist es ganz klar, die Konzentration auf den Sport zu lenken und uns auch bei starken Partnern zu bedanken. Wir haben eine sehr, sehr gute Vorbereitung gehabt und diese Vorbereitung war nur möglich, weil uns starke Partner unterstützt haben in der Vorbereitung. Hasan Ismaik hat uns ein Trainingslager ermöglicht und jetzt zu Hause können wir uns auch als einer der wenigen Drittligisten auf Naturrasen vorbereiten. Und nur deswegen, weil wir starke Partner haben mit Hasan Ismaik, mit der Bayerischen, die uns zu Hause den Kunstrasen ganz einfach, die Rasenheizung finanziert, damit wir nicht auf dem Kunstrasen trainieren müssen, und zum Beispiel auch unseren Vizepräsidenten, den Hans Sitzberger, der auch immer wieder ein offenes Ohr hat und diese Dinge bereit ist, mitzufinanzieren, in Verbindung mit vielen Kleinsponsoren, mit vielen privaten Gönnern. Das zeigt, dass wir eine starke Löwenfamilie sind und dass wir nur gemeinsam uns ideal auf diese Rückrunde vorbereiten haben dürfen. Jetzt gilt es, diesen Schwung aus den letzten 7 Spielen vor der Winterpause mitzunehmen und diesen Schwung aus der Vorbereitung, ganz einfach aus der sehr guten Vorbereitung mitzunehmen. Und das, wie gesagt, ist nur möglich, wenn der Fokus und die Konzentration auf den Sport liegt. So viel von meiner Seite zur Einleitung und darf Michael bitten jetzt um seine einleitenden Worte. Ja, servus zusammen. Ja, vielen Dank nochmal an Nissan für das tolle Auto. Also ich hoffe, dass ich unfallfrei durch die Straßen komme, durch die Stadt komme. Wie gesagt, da habe ich immer eine gute Ausrede mit der Wasserburg-Autonummer. Kann ich mich ständig rausreden, ich kenne mich nicht aus. Bin fremd hier. Ja, wie gesagt, Sonntag geht's los. Ich denke, Günter Gorenzel hat schon vieles vorweggenommen. Wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns und ja, sind, glaube ich, für Sonntag gut vorbereitet. Wissen natürlich auch, dass wir jetzt vor allem in den nächsten Heimspielen ein ganz, ganz schweres Programm haben. Jetzt kommt der Tabelle im Vierte mit Braunschweig zu uns ins Stadion, die sicherlich jetzt auch mit den jüngsten zwei Nachverpflichtungen nochmal aufwachen lassen, auch ihre Ambitionen nochmal deutlich unterstrichen haben, wo die Reise bei ihnen hingehen soll. Und dann im nächsten Heimspiel Waldhof Mannheim den aktuellen Tabellendritten zu Gast. Und dann im nächsten Heimspiel drauf kommt Magdeburg, der Zweitliga-Absteiger, zu uns ins Stadion. Also die Fans können sich sicherlich auf hochattraktive Gegner freuen. Freue mich, dass bis auf 40 Karten jetzt gegen Braunschweig alles weg ist.
und dass wir eine volle Hütte haben. Aber zeigt natürlich auch, dass wir in den nächsten Spielen uns gewaltig strecken müssen, um zu Punkten zu kommen. Wir hoffen natürlich, dass wir unsere Siegerserie und unsere positive Serie in 2019 auch in 2020 fortsetzen können. Aber es wird einen perfekten Tag brauchen, dass wir gegen Braunschweig eine Chance haben werden. Aber wie gesagt, wir haben uns richtig gut vorbereitet. Die Mannschaft ist heiß auf das Spiel. Wir werden sicherlich auch Braunschweig einen heißen Tanz im Grünwalde liefern und schauen, dass wir trotzdem unsere Serie weiter fortsetzen können, um im Idealfall mit 3 Punkten unseren Fans einen super Einstand in 2020 bescheren können. Ja, vielen Dank euch beiden. Dann wäre es jetzt an der Zeit für die Fragen der Münchner Journalisten. Damit auch alle ein bisschen was hören können, haben wir ein Mikrofon vorbereitet, wenn ihr das für eure Fragen bitte nutzen wollt. Wer möchte beginnen? Ja, eine Frage an Herrn Gorenzel. Sie haben in den letzten Wochen, Monaten eine Linie der Diskretion verfolgt. Informationen für intern behalten, beispielsweise die Vertragslaufzeit des Trainers und auch andere Informationen. Jetzt ist Herr Reisinger an einem Politstammtisch an die Öffentlichkeit getreten und hat diese Linie umgeschmissen. Wie reagieren Sie? Wie finden Sie das? Gibt es da vielleicht Probleme in der Absprache intern? Noch einmal, der Präsident hat das Recht zu sagen, was er zu sagen ganz einfach hat. Und wir haben das zur Kenntnis zu nehmen. Und meine Herangehensweise ist eine authentische, wie ich die letzten mehr als 20 Jahre im Fußball gearbeitet habe, als Co-Trainer, als Trainer und jetzt als Letztverantwortlicher im Sport. Und meine Herangehensweise werde ich auch nicht verändern. Aber nochmal, das haben wir zur Kenntnis zu nehmen und das von unserer Seite nicht zu kommentieren. Noch weitere Fragen an die beiden Herren? Dann nochmal an den Trainer. Hat mit Sicherheit auch zur Kenntnis genommen, dass es zum einen vom Herrn Reisinger, aber auch vom Herrn Stimoniaris Spitzen gab in den letzten Tagen, in die eine und in die andere Richtung. Was macht das mit der Mannschaft? Wie sehen Sie das? Ich zitiere da mal. Herr Stimoniaris hat gesprochen von einer reinen Provokation. Angedeutet, der Herr Reisinger könnte eine falsche Wahrnehmungskraft haben. Und er wäre kein verantwortungsvoller Präsident. Das sind natürlich starke Worte. Genauso, sagen wir mal, Spitz hat Herr Reisinger über den Herrn Ismaik gesprochen. Was macht das mit der Mannschaft, was macht das mit Ihnen? Das erschwert doch ein bisschen den sportlichen Alltag. Ja, vielleicht einmal Frage an den Trainer oder mich? Beide können gerne beide schon reden. Also zunächst einmal Antwort von mir. Vollkommen klar, Sie haben ja eingangs zugehört. Unsere Aufgabe ist es, den Fokus und die Konzentration auf den Sport zu legen. Das machen wir. Und wenn du im Fußball arbeitest, ja, wenn du ganz einfach bei 1860 arbeitest oder generell im Profifußball, dann musst du immer damit rechnen, ganz einfach, dass sich Leute zum Sport, zum Geschehen im Verein äußern. Das ist ein Teil des Tagesgeschäftes. Aber unsere Aufgabe ist es, uns auf unsere Aufgaben zu konzentrieren. Die sind der Sport und die anderen Dinge nicht zu kommentieren. Und was das mit der Mannschaft macht, ich glaube auch, dass jeder weiß, der im Profifußball ist, vielleicht die jüngeren Spieler haben noch weniger Routine in dieser Sache, aber ausgepuffte Profis, die wissen ganz genau, dass das ein Teil des Fußballgeschäftes ist und konzentrieren sich auf ihre Arbeit. So nehme ich die Jungs wahr, so nehme ich die Mannschaft wahr, aber wie gesagt, der Trainer ist da viel näher dran und kann da noch näher drauf eingehen. Ja, also der Fokus liegt auf dem Sport und sicherlich nimmt man sowas zur Kenntnis, ist ja klar, aber in erster Linie ist meine Aufgabe, die Mannschaft jetzt für Sonntag vorzubereiten. Das ist uns, glaube ich, bis jetzt dato gut gelungen. Und ja, die Dinge, wie gesagt, die kommen so nicht an mich ran. Sondern für mich ist entscheidend, was ich im Innenleben spüre. Und im Innenleben spüre ich, dass alle sich für den Verein und für die Mannschaft engagieren. Und das haben wir jetzt im Trainingslager gemerkt, dass wir A, einen Trainingslager ermöglicht bekommen haben, dass wir A, jetzt eine Rasenheizung haben am Trainingsgelände, B, dass wie gesagt, jetzt alles dafür getan wird, dass wir eine gute Rückrunde spielen und das nehme ich wahr und wie gesagt, alles andere interessiert mich jetzt auch nicht sonderlich, sondern habe genügend Gedanken, dass ich jetzt mein Auto bedienen kann, dann muss ich mich auch beschäftigen damit, dass ich alle Knöpfe richtig drücken kann, B, dass ich aber vor allen Dingen
haben gegen Braunschweig, dass wir die richtigen Fragen für Braunschweig vorbereitet haben, dass die mit unseren Spielen nicht klarkommen, dass wir am Ende auch alle Fragen, die uns Braunschweig aufwirft, dass wir die für uns beantworten können. Das sind Themen, die mich interessieren. Also liegt für mich eindeutig der Sport im Vordergrund und im Fokus, und die Mannschaft ist identisch gestrickt. Wir haben genügend zu tun, dass wir unsere Dinge im Vorfeld jetzt im Training erledigen, damit wir am Ende am Sonntag top vorbereitet sind und Top-Spiel abliefern können. Herr Gorenzel, es war zu lesen, dass das Budget schon feststeht für die nächsten 2 Jahre. Könnt ihr das bestätigen? Also ich kann immer nur von meinem Kenntnisstand ausgeben. Und mein Kenntnisstand ist der, den ich vom kaufmännischen Geschäftsführer ganz einfach vermittelt bekomme. Und da ist es so, dass wir jetzt ja eine Budgetplanung natürlich vorgenommen haben, eine Etatplanung vorgenommen haben. Und diese Etatplanung, diese Budgetplanung bei der nächsten Aufsichtsratssitzung dann diskutiert wird und es dann final die Gremien absegnen werden. So ist mein Verständnis, so ist mein Kenntnisstand zu dem Thema. Und dieser Etat, die Planung, die wir jetzt aufgestellt haben, ist auch noch ganz wichtig. Der momentane Etat, den mir der kaufmännische Geschäftsführer weitergibt, wie gesagt, so ist die Geschäftsordnung, so funktioniert das Geschäft bei uns. Der kaufmännische Geschäftsführer übergibt mir ein Sportbudget, für das ich am Ende des Tages verantwortlich bin. Da sind drin gewisse Budgetposten für das NLZ, natürlich die ganzen Personalplanungen, Spielerplanungen, für das bin ich dann verantwortlich. Und wie gesagt, dieses Budget, dieser Etat ist momentan in der Planung, ist mir auch ganz wichtig zu betonen, nach wie vor unter dem Etat, den wir heuer ganz einfach zur Verfügung gehabt haben. Also heißt das, dass der Etat nicht bei 3,1 Millionen Euro liegt, wie zu lesen war? Also ich werde jetzt keine Ziffern und keine Zahlen kommentieren. Das Einzige, was mir wichtig ist zu transportieren, dass der Gesamtetat, den ich jetzt zur Verfügung habe, einmal in dieser Planung, die noch ein theoretisches Konstrukt ist, wie gesagt, das muss erst in den Gremien diskutiert werden und final beschlossen werden laut Geschäftsordnung, aber auch diese Planungen, die der kaufmännische Geschäftsführer jetzt angestellt haben und mir dann weiterreichen will, unter Anführungszeichen, diese Planung, dieser Etat ist nach wie vor unter dem Etat, den ich heuer zur Verfügung gehabt habe, um eine Personalplanung im Sport vorzunehmen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt auch Ende Jänner und die Transferzeit geht bis Ende August. Das heißt, ich bin generell sehr, sehr positiv eingestellt und positiv, was die Dinge anbelangt. Und ich gehe davon aus, dass diese Dinge sich auch noch durch die eine oder andere Geschichte nach oben orientieren werden. Das ist mein Anspruch, das soll unser Anspruch sein, weil wir wollen uns ja weiterentwickeln, wir wollen uns weiterentwickeln im sportlichen Bereich und dafür muss man natürlich auch gewisse Voraussetzungen schaffen. Kölner, steht die Stammelf denn schon für Sonntag im Kopf? Ja, nimmt schon Formen an, also das ist klar. Also wir haben jetzt leider verletzungstechnisch schon ein paar kleinere Ausfälle zu beklagen. Prinz Owusu kann jetzt heute nicht trainieren, der hat immer noch ein bisschen Probleme mit dem Rücken. Muss heute im Training aussetzen, wird dann morgen hoffentlich wieder trainieren können. Wie gesagt, da ist die medizinische Abteilung, arbeitet auf Hochdruck, alles andere ist fit. Und sicherlich jetzt so Spieler jetzt wie Quirin Moll oder Nico Kager, die haben sicherlich jetzt noch Aufholbedarf. Die werden jetzt sicherlich jetzt keine Ambitionen und keine Möglichkeiten um jetzt für die Startelf sind jetzt da für einen vorgesehen. Aber wir haben, denke ich, jetzt schon ein Gerüst jetzt auch. Da werden wir dann schauen, was jetzt hat. Als eine unmittelbare Vorbereitung, jetzt, was die letzten 2 Tage jetzt so passiert, heute im Training und morgen. Und werden dann schauen, am Ende, wer gut durch die 2 Tage kommt. Wir haben jetzt knapp drei intensive Wochen hinter uns und seit gestern nochmal intensiv trainiert. Wir werden heute Morgen das Tempo bis aus dem Training rausnehmen, damit wir am Sonntag frische Beine haben und können am Ende dann am Sonntag gut unterwegs sein. Sie haben Moll und Kader angesprochen. Sind das schon eine Option für den Kader? Ja, das müssen wir mal schauen. Wie gesagt, das wird sicherlich auch ein bisschen abhängig sein, was jetzt wie die anderen Spieler sich geben. Nico Kager macht jetzt einen sehr, sehr spritzigen Eindruck auf der einen Seite, er müdet aber relativ stark nach Belastungen. Da muss man hinschauen, wie die Molle sicherlich ist ein bisschen weiter, was das betrifft, aber man merkt natürlich schon bei ihm die einjährige Pause. Bei Nico war es ja noch ein halbes Jahr in Anführungsstrichen. Und von dem her müssen wir mal schauen, wie sie zum Wochenende was wir taktisch vorhaben, für welche Optionen wir am Ende auch was auf der Bank brauchen. Das ist das Thema, wenn du 18 Mann nur in den Kader berufen kannst, dass du dann auch alle Eventualitäten durchspielen musst. Sicherlich sind wir froh, dass wir jetzt nicht so ein Szenario haben wie gegen Münster im letzten Spiel, wo wir praktisch mehr oder weniger mit dem letzten Aufgebot am Ende nach Münster gefahren sind. Somit für einige Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten, sei es jetzt in der Innenverteidigung,
wo wir drei Startelf-Kandidaten haben, mit Weber, Wetzel, mit Erdmann. Genauso jetzt auch auf anderen Positionen haben wir jetzt genügend Möglichkeiten. Wie gesagt, das Einzige, was jetzt momentan noch Fragezeichen ist, ist hinter Prinz Uwosu, wo wir dann schauen müssen, wie er am Ende jetzt halt dann morgen aber dann trainieren kann. Aber wenn er nur ein fitter Spieler kann, am Ende auf die Bank. Tim Rieder ist ja gestern ins Training wieder eingestiegen. Wie weit ist er denn schon? Ja, merkt schon, dass es muskulär für ihn jetzt eine große Umstellung bedeutet. Also wir sind froh, dass das Knie halt, dass die Verletzung ausgestanden ist. Aber er hat natürlich jetzt durch die Pause an Muskelmasse verloren und tut sich natürlich schon bei Belastung jetzt schwer. Der zwickt überall und ich denke, das wird jetzt schon noch zwei, drei Wochen dauern, bis er dann am Ende auch wieder für den Kader oder für die Startelf am Ende ein Thema ist. Wir sind froh, wie gesagt, dass wir jetzt auch so viele Möglichkeiten haben, dass das war Daniel Weinitzer, seine Kölbschwere abgesessen hat, wo genügend Möglichkeiten auf der Position und sind, wie gesagt, das ist gut aufgestellt, aber mich freut es natürlich für Tim, dass die Pause, der Verletzungsausfall relativ kurz war, eigentlich kürzer als befürchtet und dass er jetzt auch schon die ersten Gehversuche, das war für ihn auch wichtig und auch für mich, dass er auch ein bisschen Kontakt zur Mannschaft wieder hat, dass er mit der Mannschaft gestern Vormittag im Positionstraining schon mal seine ersten Schritte machen konnte und jetzt müssen wir sukzessive aufbelasten und schauen, dass er dann irgendwann auch wieder körperlich auf dem Niveau ist und dann auch wieder irgendwann auch ein vollwertiges Mannschaftstraining teilnehmen kann. Muss man denn die Mannschaft motivieren vor so einem Spiel? Weil ich sag mal, wenn man gewinnen sollte, dann hat man natürlich, kann man zum einen die Serie ausbauen, zum anderen hat man die Möglichkeit weiter an den Platz 3 hinzuschielen oder auf den Platz 3 hinzuschielen. Ja, motivieren, das wäre schlimm, wenn man Spieler motivieren muss. Das muss die Besetzung werden, dann wird die auch nie machen müssen. Da bin ich mir sicher, wir stellen taktisch-technische Aufgaben den Spielern. Ich glaube, das ist die Motivation, die Aufgaben zu erledigen. Und so kann man am Ende auch eine Mannschaft durch die Saison bringen, dass wir ihnen, wie gesagt, durch die Woche Aufgaben stellen, die sie am Ende am Sonntag oder am Samstag im Spiel zu erledigen hat. Und so haben wir die Woche und die letzten drei Wochen die Spieler genügend vorbereitet haben, mit genügend Aufgaben gestellt und wir wollen natürlich unsere Serie weiter ausbauen, keine Frage, und wollen die 9 Punkte Vorsprung, die wir jetzt auf den viertletzten, auf den ersten Abschiedspersonen ausbauen und das ist für mich die Prämisse. Es können gerne welche nach oben schauen, mit meinem neuen Auto kann ich jetzt auch ohne Dach nach oben schauen. Aber ich glaube, das ist trotzdem ganz gut, dass man weiß, welchen Boden man unter den Beinen hat und unter dem Hintern hat. Und deswegen bin ich eher in den nächsten Wochen, werden wir hier uns weiter so bewegen, dass wir erst einmal schauen, was unter uns ist. Und unter uns ist einfach ein harter Kampf. Es sind 10, 12 Vereine, die sich alle was ausrechnen, aufzusteigen. Manche untermauern das jetzt auch wie Braunschweig mit Nachverpflichtungen. Greifen nochmal in die oberen Schubladen, ins obere Regal am Transfermarkt rein, verpflichten nochmal richtig teure Spieler und erweitern da ihre Möglichkeiten. Wir haben uns entschieden, dass wir mit dem Kader einfach weiterarbeiten, wir sind zufriedener, aber wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, was unsere Saisonziel ist und das ist einfach, dass wir frühzeitig das Thema dritte Liga hier sicherstellen können. Und da sind wir auf einem guten Weg dazu und wie gesagt, da müssen wir uns erstrecken. Wie gesagt, und am Sonntag haben wir einen brutal starken Gegner zu Hause, wo wir das auch wieder unter Beweis stellen müssen. Rechnen Sie denn schon mit Pori und Biancari in der Startformation? Also Pori wird sicherlich spielen, da bin ich mir sicher. Der hat jetzt die komplette Woche mittrainieren können. Biancari bin ich mir nicht so sicher. Sondern sie haben jetzt auch mit Fürsten und mit Nerik Spieler, die jetzt aus der Verletzungspause zurückgekehrt sind. Fürsten ist ein erfahrener Spieler, also ich kenne den noch von Union Berlin oder von Fürth her. Von dem her, wie gesagt, haben sie genügend Erfahrung und vor allem eine riesen Wucht im Offensivspiel da vorne rein. Mit Poli haben sie natürlich die Handlungsmöglichkeiten erweitert auf der 9er Position. Das wird für uns, für das komplette Team eine immense Aufgabe werden, das zu verteidigen. Aber wir spielen im eigenen Stadion. Wir haben für uns auch den Anspruch, grundsätzlich egal wo wir spielen, dass wir unser eigenes Spiel machen wollen, dass wir unsere eigenen Spieler durchdrücken wollen. Von dem her wird das, glaube ich, eine hochinteressante Aufgabe und kann dann, glaube ich, kann sich jeder freuen, der ein Ticket hat, der eine Eintrittskarte in Grünwald hat, dass er das Spiel live verfolgen kann.
Herr Kölner, wenn wir schon im Autohaus sitzen, nochmal eine Frage zu diesem Thema. Wie viel PS bringt denn Ihre Mannschaft auf die Straße? Wie kann man es denn sagen nach der Vorbereitung? Und sind Sie froh, dass Sie Braunschweig jetzt schon im ersten Spiel, also im Auftakt kriegen, nachdem Sie ja festgestellt haben, wir haben Neuzugänge? Also mit der, ich beantworte zuerst die zweite Frage. Das kann ich um 15 Uhr am Sonntag besser beantworten. Wenn wir gewonnen haben, war es richtig. Wenn wir verloren haben, da war es ein Scheißgegner zu Beginn. Ich glaube, dass der Gegner für uns, denke ich, schon gut ist, weil wir da einfach auch gleich wieder auf 100% kommen müssen. Aber das musst du gegen jeden Gegner, sagen wir zu Hause gegen Großausbruch sehen. Wenn du deine 100% nicht erreichst, holst du keine 3 Punkte, kriegst du nichts geschenkt in der Liga. Aber ich glaube schon, dass wir unsere maximale PS-Zahl, die wir haben, auf den Platz bringen können. Da bin ich mir sicher. Die Frage ist natürlich nur, lässt uns Braunschweig am Ende auch unsere PS entfalten? Das ist immer das Problem. Wo sitzt denn da am Ende 325 PS, wenn du in der 30er-Zone fährst? Da kommst du nicht weit voran, dann musst du auch langsam fahren. Oder die nehmen das am Führerschein. Also wie gesagt, wird es für uns darum gehen, dass wir für uns auch uns den Weg pflügen müssen im Stadion, dass wir letztendlich voll unterwegs sein können. Und das wird, müssen wir unser eigenes Offensivspiel gut auf den Platz bringen. Wir müssen schauen, dass wir Mittel und Wege finden, auch gegen sehr, sehr erfahrene und sehr kompakte Braunschweiger Mannschaft den Weg zum Tor zu finden. Da sind alle 11 Spieler gefragt, inklusive Torwart. Und natürlich müssen wir auf der anderen Seite auch schauen, dass die Kraft, die auch Braunschweig hat, dass wir die extrem halt minimieren. Aber wie gesagt, wir haben unsere 3 Wochen jetzt halt gut nutzen können und glaube ich auch genügend Selbstvertrauen jetzt auch getankt, auch aus dem letzten Jahr heraus. Haben wir eine Mannschaft, die jetzt da nahezu alle Spieler fit sind, in den letzten Wochen gut trainiert haben. Denke, dass auch jeder dann auch für 90 intensive Minuten am Ende oder 93, 94 Minuten gerüstet ist und dann am Ende auch alles Potenzial, was er in sich trägt, am Ende auch am Sonntag auf dem Platz bringt. Herr Kölner, Sie waren ja gestern bei so einem Fanclub-Treffen in Obing. Was haben Sie damit auf dem Weg nach München zurückgenommen? Ja, welcher Eindruck? Also habe ich Landstraße mit auf dem Weg mitgenommen. Landstraße ist ja auch ein zähes Ringen, wenn man da offen hat. Also ich war positiv überrascht. Also waren wir alle überrascht mit dem riesen Zuschauerandrang. Also die haben mit so, ich glaube, knapp 50 Leuten gerechnet, so war der Saal ausgelegt, dann kamen weit über 100 Leute. Das hat uns dann natürlich die Organisatoren ein bisschen überfordert im ersten Moment, aber Löwenfans sind kreative Fans, also die haben dann relativ schnell eine Lautsprecheranlage herbekommen und konnten dann auch das, was ich dann erzählt habe, in den anderen Saal oder in den anderen Raum drüben mit Lautsprecheranlage übertragen. Ich finde sowas immer richtig gut, weil du auch ein bisschen das Gespür und ein bisschen auch für die Fans kriegst wieder. Das war im Trainingslager richtig gut, weil du da einfach in einem täglichen Austausch mit den Fans bist, wenn du jetzt zum Training runterkommst. Und die sind da mit dem Fanabend, das war eine Riesensache. So hast du jetzt auch bei so einem Fanclub-Treffen einmal die Möglichkeit, trotzdem auch so zu erfahren, was interessiert die Fans, was ist denen so das Wichtigste auch. Und du kannst auch ein bisschen, wie gesagt, ein Gespür dafür entwickeln. Und wie gesagt, für mich war es zwar ein zeitaufwendiger Abend, gestern zweimal trainiert haben und dann am Abend dann hingefahren bin und war froh, dass es dann am Abend endlich mal was zum Essen gab und habe dann auch gut gegessen dort. Aber wie gesagt, kam dann auch noch zeitig einigermaßen nur rechtzeitig vor Mitternacht nach Hause. Also wie gesagt, das war dann auch gut, dass wir da das Bett gefunden haben und dass wir heute auch wieder ausgeschlafen sind. Aber wie gesagt, man sieht, dass da vor allem jetzt auch in der Region da in Obing da unten schon ein richtiges starkes Fanland ist von 60 München, dass da viele Leute mit dem Verein mitfiebern, Leute, die schon, Vater war da, der ist an die 90 oder wird jetzt oder ist 90 geworden, der fiebert noch, geht in jedes Heimspiel, fährt ins Grünwaldloch, sowas ist einfach, das ist phänomenal und gab es viele Leute dort, wie gesagt, über zig Jahre. Und die witzigste Frage, wo mir einer gestellt hat, kam ein kleiner Junge, sagte, ich bin der Sebastian, bin 8 Jahre alt, wie alt muss ich werden, bis ich 60 in der Bundesliga erleben darf? Ich habe ihm versprochen, also das ist bis zur Renten bei ihm, dass wir das versuchen.
dass wir das hinbekommen, aber das sieht man auch, das ist einfach dann immer so was Liebevolles und immer so was, das freut mich einfach auch, dass da sieht man, dass die Leute und auch schon junge Burschen mit dem Herzen bei der Sache sind, dass sie den Verein in ihrem Herzen tragen und so haben wir gestern auch gemerkt, unabhängig aller Dinge, da sieht man die um den Löwen in dem Herzen tragen, die über viele Jahre, manche von Geburt an und das ist für mich dann einmal ein Auftrag, das am Ende auch immer Tag für Tag im Training so hinzubekommen, dass wir der Sache auch gerecht werden und dann auch am Sonntag immer Spiele abliefern oder am Samstag, die auch der Sache gerecht werden. Und wie gesagt, gestern war es einfach ein schöner Abend. Zum Glück gibt es sowas, aber leider kann ich die leider nicht so oft machen. Weil am Ende geht es trotzdem darum, mein Kerngebiet Sport am Ende auf den Tag hinzubekommen. Und das ist einfach die Mannschaft auf die Spiele gut vorzubereiten. Gut, dann darf ich mich recht herzlich bei euch beiden bedanken. Darf recht herzlich bei allen bedanken, die heute gekommen sind. Vielen Dank für die Gastfreundschaft ans Team vom Autohaus Mückler. Und dann wünsche ich uns allen ein schönes Wochenende mit hoffentlich 3 Punkten gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag. Dankeschön.